Damit herzlich willkommen zurück zur Straßenbahnrallye in Transport Fever 2. Heute ist die zweite Tram von insgesamt 6 Teilnehmern dran. Und das ist der Siemens Avenio T aus München. 70 km/h schnell, 720 kW Leistung, 80 kN Zugkraft, Ladegeschwindigkeit 8-fach. 54 Leute haben in dieser Straßenbahn Platz und diese Bahn ist 48 Tonnen schwer. Und damit geht's los hier mit der Tram in Ost-München. Wie gut wird dieser Abschnitt? Hat ja deutlich mehr Power als die Straßenbahn aus Hannover und ist auch deutlich jünger. Ist der neueste Teilnehmer im Feld und auch der modernste Teilnehmer im Feld. Und ich denke mal, durch die höhere Power wird diese Tram hier auf jeden Fall einen Vorteil haben. Aber es kann gut sein, dass durch die hohe Passagierzahl, die durchaus auch negativ sich auswirken kann auf die Rallye, die Straßen mal ein bisschen länger braucht beim Halten. Mal gucken, ob sich das ausgleicht oder mal gucken, ob das... Das wird, glaube ich, interessant. So, jetzt kommen wir zur ersten Haltestelle. Sollte sie schneller sein? Das war ja der schnelle Abschnitt der Strecke. Da sollte es machen. Ja, 13 Sekunden schneller. Das ist schon ein guter Vorsprung. Jetzt muss man gucken, wie schnell die Passagiere einladen kann. Die Straßenbahn. Und dann geht es weiter in Richtung Ziel. Nächster Halt ist ja dann in diesem mittelalterlichen Stadtviertel. Während wir hier noch unter der Berliner S-Bahn-Strecke durchfahren. So, auch hier halten wir vom roten Signal. Das kann natürlich, oder roten Signal von der Ampel. Das hat natürlich nur ein bisschen Zeit gekostet. Ich glaube, das könnte sein, dass dadurch die Tram aus Hannover wieder aufgeholt hat. Jetzt bin ich gespannt, wie groß ist der Unterschied in dem mittelalterlichen, an der mittelalterlichen Haltestelle, sag ich mal. Das kann nämlich alles Zeit kosten, die Ampeln hier. Man sieht ja auch, die fahren beide genau zur selben Zeit zu. Also ihr seht zum Beispiel auch dieselben Leute über die Straße laufen und dieselben Autos rumfahren, weil die natürlich genau zur selben Zeit losfahren, um das Ganze ein bisschen vergleichbar zu machen. So, jetzt geht's hier in das mittelalterliche Viertel am Weihnachtsmarkt vorbei. Und dann bin ich mal gespannt, ob sich der Vorsprung vergrößert oder verkleinert hat. Ich vermute durch die Ampel vorhin eher verkleinert. Oh, der ist ganz schön geschrumpft. Eine Sekunde Vorsprung noch vor der Tram aus Hannover. Das heißt, jetzt wird es nun mal spannend. Jetzt hier erstmal runter und wir wechseln dann ins modernere Viertel. Und jetzt müsste sie auch gleich wieder durchbeschleunigen können. Auf, ich glaube, 60 höchstens. Hier sogar 50, glaube ich. Dann 60. Aber diese Beschleunigungsphasen, die helfen, glaube ich, den Vorsprung auszubauen. Grünes Signal. Oder grüne Ampel. Und jetzt dürfte sie 60 fahren. Genau, 60 hier nochmal. Gleich am Krankenhaus ist es dann ja wieder etwas langsamer. Da kommt es so ein bisschen auch auf den Fahrgastwechsel an, wie schnell der ist. Jetzt kommt diese Ampel und jetzt wird es interessant. Ja, guck mal, die ist ein bisschen schneller. Denn die Straßenbahn aus Hannover musste vor dieser Ampel tatsächlich noch stehen, weil die entgegenkommende Tram, die tatsächlich auch aus München ist, da Vorrang gekriegt hat. Dadurch, dass die Tram jetzt hier aus München, die Avenio, ein bisschen schneller war, hat sie die Ampelphase noch gekriegt. Und das könnte natürlich wirklich Zeit bringen. Das wird einiges an Zeit gebracht haben. Ja, und das sehen wir auch hier. Das ist jetzt schon ein deutlicher Vorsprung. Über 10 Sekunden. Ich glaube, das wird schwer, sich das noch nehmen zu lassen. So, jetzt hier erstmal über den langsamen Abschnitt, 31 km/h. Gleich kommt nochmal so ein etwas langsamer Abschnitt, wo es dann wirklich ganz langsam in den am Straßenbahnmuseum vorbeigeht. Und dann kommt zum Schluss ja nochmal dieser schnelle Abschnitt mit der starken Steigung auf die Autobahn rauf. Zwischen der Autobahn. So. Gucken, es sollte sich jetzt im Vorsprung nicht viel geändert haben. Hier können beide nur gleich schnell
und können auch nicht wirklich beschleunigen. Ich denke mal, der Vorsprung sollte hier zwischen den beiden Stationen nicht geschmolzen sein. Ja, genau ein bisschen schon. Genau 10 Sekunden sind es jetzt noch, tatsächlich. Ich glaube, der Fahrgastwechsel ist ein bisschen langsamer. Und jetzt bin ich mal gespannt, wie das am Ende aussehen wird von der Sekundenzahl. Kann jetzt noch mal ein paar Sekunden rausgefahren werden durch die stärkere Beschleunigung. Denn jetzt sollte gleich nochmal durchbeschleunigt werden können. Zumindest jetzt hier schon mal auf die 60, beziehungsweise jetzt gleich auf die 70. Jo. Durch die Stacheln. Und jetzt bergauf auf die 70. Jetzt geht es hier auf die Zielgerade. Das Ziel ist in Sicht. Ich denke, das wird auf jeden Fall der erste Platz. Aber wie viele Sekunden Vorsprung? Ist ja dann auch wichtig für die nächsten Teilnehmer, dass so ein kleiner Vorsprung rausgefahren werden kann. Dass vielleicht sogar die Straßenbahn aus München das Turnier gewinnt. Oder die Rallye. Das wäre ja auch ganz interessant. So, Ziel. 5:47 ist das Ergebnis. Also deutlich 10 Sekunden vor der Tram aus Hannover. Und damit sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann morgen wieder mit der Tram aus Frankfurt.